Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Mein Name ist Sabrina und ich arbeite hier als spirituelle Beraterin und Kartenlegerin bei YouTube. Und wir machen jetzt für jeden Tag eine Kollektivlegung. Das heißt, die Legung kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und wir wollen heute mal reinschauen, was das Universum uns so zu sagen hat. Wir haben hier die Macht des Gebetes. Übergib diese Situation an Gott, damit er sie heilt, und sei offen für die Wunder. Die unendlichen Ressourcen, Liebe und die Antwort des Himmels warten auf deine Gebete. Sorge dafür, der göttlichen Führung zu folgen, die du als Antwort auf deine Gebete empfängst. Also bleibe offen für Synchronizitäten. Synchronizitäten sind glückliche Fügungen und Zufälle, die in dein Leben kommen. Und du darfst heute mit freudiger Erwartung sozusagen immer offen dafür sein, Neues zu erfahren. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir lernen, neugierig zu bleiben. Du darfst beten, dir etwas wünschen, in eine bestimmte Richtung dein Leben lenken. Und gleichzeitig darfst du aber auch offen bleiben dafür, halt auch zu empfangen. Du musst ja irgendwann auch mal das, was du dir ersehnst, auch bekommen. Du kannst ja nicht immer und immer nur deine Hoffnung in die Zukunft schieben, sondern darfst auch irgendwann mal in den Empfangsmodus gehen. Dann haben wir hier noch in liebestechnischen Angelegenheiten heute den Hinweis auf eine Dualseele oder halt auf eine Zusammengehörigkeit. Zwei Körper, eine Seele. Es kann gut sein, dass du mit jemandem energetisch so verbunden bist, über die Überseele, dass ihr vielleicht tatsächlich Aspekte derselben Seele seid. Dann haben wir hier die Anziehung. Hoffnung, Reinheit, Ehrlichkeit. Du ziehst mich an durch deine innere und äußere Schönheit. Achte also auch darauf, dass du mit dem, was du sagst, auch leben kannst und das, was du tust, auch hinter dem stehst. Also schau, dass du wirklich integer bist. Ne? Guck, dass du von innen und von außen schön bist. Du musst nicht perfekt sein, du darfst deine Fehler haben. Wir alle haben Fehler. Ich zum Beispiel bin wahnsinnig impulsiv und kann auch gut austeilen. Ich rede halt gerne, ne? So wie hier kann ich halt auch gut reden, wenn ich sauer bin. Und schau in dich rein, was bei dir halt noch geklärt werden darf. Du musst nicht perfekt sein, um schön zu sein, aber du solltest auf deinen Charakter achten. Der Charakter ist wichtiger als die äußere Hülle. So, dann haben wir hier das Glück. Das Glück kommt auf dich zu, die tristen Tage liegen jetzt hinter dir. Na, das ist doch mal eine schöne Ansage. Denn hier heißt es ja auch, du wirst die Antwort auf deine Gebete empfangen. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz in die Tarotkarten rein, ob wir hier heute noch einen Zusatzhinweis kriegen. Und dann machen wir auch Schluss. Ich muss heute leider ein bisschen es kurz halten. Wenn du in deine persönliche Situation reinschauen möchtest, kannst du natürlich eine Kartenlegung buchen. Du findest den Link unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Und da findest du auch die Kartensets, die ich benutze und alle anderen Infos. So, gut. Und jetzt haben wir hier noch, ja, Neustartpotenzial immer noch mit dem Narren. Dann haben wir hier die drei Kelche, Geselligkeit. Es kann sein, dass du hier jemanden anziehst, mit dem du gesellig bist. Fünf der Stäbe. Kann sein, dass sich das noch ein bisschen anstrengend anfühlt. Und sieben Schwerter. Ja, du darfst hier an dieser Stelle lernen, deine Gedanken zu sortieren. Du musst nicht hier alles kaputt denken, was hier in dein Leben kommt. Du darfst sehen, was du brauchst, was du machst, was du gerne machst, wen du in deinem Leben haben möchtest, aber du musst lernen, dass es halt auch Tage gibt, an denen du alles nochmal überdenken darfst, ne? Wo du wirklich deine Stärke daraus ziehst, in den Rückzug zu gehen und dir deine Gedanken in der Stille zu machen. Aber heute ist anscheinend ein Tag, wo man hier sowohl in der Stille beten kann, als auch das anzieht mit voller Frische, hier auch mit dem Narren und den drei Kelchen, heißt es, du kannst hier wirklich ganz neue Bekanntschaften auch machen, du kannst ganz neue Menschen kennenlernen oder du kannst einen Menschen, den du bereits kennst, noch einmal ganz neu kennenlernen, was vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass du selber Hoffnung hast, rein bist in deinen Intentionen und auch ehrlich zu deinem Gegenüber. Und dann kann es sein, dass sich hier jemand vielleicht auch so ganz neu öffnet für dich. Na, dass wenn du offen bist, der andere sozusagen diesen Spielball aufgreift und dann auch in die Offenheit geht. Das könnte hier heute angezeigt sein. So, ihr Lieben, das war's auch schon. Heute ein bisschen verkürzt. Wem die Legung gefallen hat, der darf natürlich gerne einen Kommentar schreiben, ein Däumchen hoch machen. Falls du es noch nicht getan hast, auch gerne abonnieren. Ich freue mich sehr über jeden, der neu dabei ist. Und das war's auch schon für heute. Gehabt euch wohl. Alles andere, was man so wissen können, wollen würde, findest du wie immer da unterhalb des Videos in der Beschreibung. Und dann freue ich mich drauf, falls wir uns entweder heute Nachmittag nochmal sehen.
für eine Er- und Du-Legung oder sonst morgen früh zur Tagesenergiebotschaft. Bis dahin alles Liebe. Tschüss.